arbeite jetzt seit nunmehr über 20 Jahren im Unternehmen, bin durch ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen gewandert, hatte die Ehre quasi mit vielen tollen Kollegen zu arbeiten und hat mich alles so ein bisschen vorbereitet auf das, was ich jetzt aktuell mache, nämlich Produktmanagement. Das Maintellisense-Produkt beschäftigt sich eigentlich damit, dass wir aus Maschinendaten für einen Kunden einen Mehrwert generieren. Heute, wenn wir eine Maschine anschauen, sind da 60 Antriebsmotoren ganz normal. Aufgrund mit den IoT-Daten, mit Sensoren, kommen wir da auf 15.000, 20.000 Datensätze und das jede Sekunde, was wir abspeichern, analysieren. Und das ist das, was mich beeindruckt und wo auch meine Herausforderung ein bisschen ist, weil wir hierfür, für diese Analyse, einfach eine hohe Power brauchen, die wir im Moment aus Machine Learning bzw. künstlicher Intelligenz auch beziehen. In der Praxis ist es so, dass die meisten Kunden immer einen Fokus haben, worauf sie achten. Sie achten auf Maschinenstörungen, sie achten auf Ersatzteile. Maintellisense macht einfach die Möglichkeit oder gibt die Möglichkeit, einen anderen Betrachtungswinkel auch zu sehen. Einen neutraleren Betrachtungswinkel, einen tieferen Betrachtungswinkel. Konkret heißt es, ein Kunde, der sehr festgefahren ist auf irgendwelche Rüstzeiten oder Makulaturen, verliert häufig einfach den Blickpunkt auf Bahnbrüche als Beispiel. Und Maintellisense hilft dabei, indem alle KPIs der Maschine visualisiert werden und aktiv hinweist auf, lieber Kunde, schau doch mal in diesem Bereich der Maschine hast du ein Problem. Oder mit diesem Parameter der Maschine oder mit diesem Produktionsparameter, da bahnt sich was an, da zeigen sich Anomalien, das sind Unregelmäßigkeiten, die erkannt wurden und das meldet die Software und somit hat der Bediener und der User immer die Möglichkeit, dann darauf zurückzugreifen und sagen, wo muss ich ansetzen, um meine Performance zu steigern. Die Software soll die alltägliche Wartung nicht abschaffen oder reduzieren, sondern mit Handlungsempfehlungen und Hinweisen den alltäglichen Prozess einfach optimieren. Bedeutet, die Software schafft es mit Transparenz, mit Datentransparenz, mir einen Fokus zu geben, wo muss ich die nächste Wartung ansetzen, wo kann ich die nächste Wartung am effizientesten gestalten und wie, um Zeit zu sparen, was wiederum in der Performance der Maschine dann zu sehen ist.